Typischer Wahlkampf in Hessen. Entweder es ist eisekalt oder es regnet. Was sonst? Heute ist der frisch gebackene Europaabgeordnete Martin Häusling unterwegs. In Kelkheim auf dem Marktplatz. Manch zukünftiger Wähler ist einfach sprachlos. Die Argumente, um in Kelkheim grün zu wählen, überzeugen. Wenn ich mir diese Gegend angucke, könnte diese Gegend auf jeden Fall mehr Grün gebrauchen. Wenn man so den Roland Koch so in der Nähe hat, wäre es gut, wenn man ein starkes grünes Gegengewicht dann hier bilden könnte. Und die Grünen in Europa sind, glaube ich, auch die Kraft, die Europa richtig voranbringen. Und gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise muss man mit unseren Ideen auch einiges bewegen. Wir wollen mit den grünen Ideen, durch das Erneuerbare Energiengesetz, mit Energiesparen und mit innovativer Technik im Bereich Energieeffizienz, wollen wir viele neue Arbeitsplätze schaffen. Gerade hier in der Region braucht das Handwerk dadurch neue Aufträge oder kriegt es neue Aufträge. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese guten Gründe immer noch nicht reichen, hat Philipp Räuber eine Lösung. Bio-Popcorn in Wummstüten. Morgens um 5:30 hat Philipp die Leckerlis hergestellt. Wie seine Küche jetzt aussieht, wollen wir gar nicht wissen. Der CDU übrigens, der war es heute Morgen einfach zu nass.